Hallo und herzlich willkommen zurück zu Old World. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben in der letzten Folge sehr viel erklären müssen, denn dieses Spiel ist doch recht komplex. So für den Einsteiger, der dieses Genre noch gar nicht kennt, sicherlich sehr viel harter Tobak. Aber die Tooltips sind einfach fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, diese obere Leiste zum Beispiel. Ich kriege ja für alles eine vernünftige Erklärung. Ich kann hier drauf gehen, ich sehe genau, wo kommt das Geld her, warum kriege ich weniger, warum kriege ich mehr. Ich sehe es hier bei der Nahrung, wo kommt Nahrung her, wo wird sie konsumiert. Genauso bei der Eisen, Wald, Stein, bei der Forschungsrate, hier die Civic Rate, Training Rate, Luxuries, das sind Luxusressourcen, die wir noch nicht haben. Alles wird genau erklärt und ich kann immer, muss ich kurz schauen. Ich kann immer mir das locken und mir den Pop-up dann noch weiter anschauen. Ich kann also sehen, aha, okay, ich kann die Civics erhöhen, wenn ich zum Beispiel Courthouses baue. Courthouses, ah, was sind Courthouses? Ah, ich sehe schon, da muss ich also, ist ein Urban, ein Stadtgebäude, das ich bauen kann. Das kostet minus zwei Stein pro Jahr, aber ich habe plus 20% Civics. Ich kann dann Scribes, also Schriftgelehrte ausbilden. Also wie gesagt, alles sehr, sehr gut in diesen Tooltips erklärt. Hier, was ist ein Schema? Okay, interessant. Alles lässt sich anzeigen. Das Spiel ist auf Englisch, das macht es mir ein bisschen schwieriger, es euch zu erklären. Aber bleibt dran, es ist wirklich, wirklich gut. Ich bin immer noch geflasht. So, wir sind immer noch in der ersten Runde. Das lässt sich hieran sehen, denn eine Runde ist ein Jahr immer ganz genau. Und wir spielen, ich glaube, bis 500 AD. Wo sehe ich denn? Also 500 Runden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man darüber hinaus noch spielen kann. Aber das Spiel geht erstmal so bis 500 Anno Domini. So, nächste Runde. Wir müssen erstmal eine Forschung auswählen. Ja, wunderbar. Also, uns werden jetzt drei Forschungen angeboten. Wenn wir hiervon eine auswählen, sind die anderen erstmal raus. Die kann man später sich nochmal wieder neu anzeigen lassen. Dazu muss man aber, glaube ich, irgendeine Ressource ausgeben oder irgendwas machen. Weiß ich nicht genau. Außerdem können wir, wenn uns alles nichts gefällt, hier auch einmal ein Redraw machen. Das heißt, wir kriegen neue Angebote. Allerdings brauchen wir dafür einen gelehrten Anführer. Haben wir nicht. So, wir können uns aussuchen. Stonecutting, Trapping und Administration. Empfohlen wird uns Administration. Wir würden dazu bekommen Treasury One. Das ist ein Projekt, das wir in der Stadt ausführen können. Also quasi so ein Dauerprojekt. Ne? Kennt ihr Geld gewinnen? Dann generiert die Stadt pro Runde 10 Gold. Wenn man nicht weiß, was man bauen kann, ist Treasury sicher immer gut. Außerdem eine Kornkammer, die uns zwei Holz pro Jahr kostet, aber angrenzende Farmen generieren mehr Nahrung und ja, scheint also ganz nützlich zu sein. Dann Trapping erlaubt uns einen Slinger, eine Einheit, also hier Steinschleuder. Wir können ein Camp errichten. Stonecutting erlaubt es uns eine Quarry, also einen Steinbruch zu errichten und so weiter und so fort. Forschung dauert hier jeweils 5 Jahre. Wir nehmen die Administration. Hier oben wird jetzt angezeigt, was geforscht wird. Hier, das ist zum Beispiel noch ein bisschen pixelig. Ja, da sieht man es. Denkt dran, wir sehen hier eine sehr frühe Version. Übrigens, auch vergessen zu sagen, aber da ja das die zweite Folge am heutigen Tag ist, das Spiel ist ab heute im Early Access auf Epic. Ich habe es vergessen zu erwähnen in der ersten Folge, es tut mir leid. Aber die zweite Folge läuft jetzt heute noch am gleichen Tag, von daher kriegt ihr diese Info noch entscheidend heute, dass das Spiel quasi kaufbar ist. Wenn man dann den Epic Launcher mag. Ich persönlich habe da nicht mehr so das Problem mit. Anfangs schon, aber mein Gott, Konkurrenz belebt das Geschäft. Von daher kann das nur gut sein. So, jetzt dürfen wir das Jahr aber beenden. Und wir kriegen eine Meldung. Wir müssen uns nämlich entscheiden. Das sind nämlich... Das ist der Lawscreen, den ich in der ersten Folge gezeigt habe. Wir müssen, ja, jetzt wird es hier nicht angezeigt. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall entscheiden zwischen Zentralisierung oder Vasallentum. Die Noblen unseres Courts, unseres Rates möchten nämlich wissen, wie unsere Haltung dazu ist, was wir machen möchten. Und ja, das ist relativ einfach zu entscheiden. Wir können uns hier Vorteile ansehen, nämlich genau Zentralisierung
würde unsere Hauptstadt natürlich diverse Boni geben, zum Beispiel plus 20% Civic Rate, also diese, ja, ich nenne das mal Arbeitskraft, ja, in Ermangelung eines besseren Übersetzungswortes im Moment, und plus 20% auch Forschung, also hier schnellere Forschung ist sicher immer gut. Oder Vasallentum würde bedeuten, dass Einheiten 50% weniger konsumieren. Ich weiß noch gar nicht, was Einheiten überhaupt konsumieren. Also sicherlich Nahrung vielleicht und vielleicht auch einen finanziellen Unterhalt und ja, sicherlich auch vielleicht Trainingseinheiten. Deswegen ist das vielleicht auch nicht schlecht. Ich persönlich, da wir aber Rom spielen, würde die Zentralisierung im Moment ganz gut bevorzugen. Und ich glaube, dass wir Gesetze später auch ändern können. Von daher bin ich jetzt mal mutig und wähle hier die Zentralisierung aus. Leute, Soundeffekte müssten eigentlich... Doch, es spielt gerade Musik, aber ich kriege gerade mit, dass ich die gar nicht auf dem Ohr habe. Ich muss mal kurz die Aufnahme pausieren. Ihr kriegt das nicht mit. Bin gleich wieder da. So, besser. Jetzt höre ich nämlich auch, was ihr hört. Nämlich die leisen Geräusche der Natur, das Rauschen des Wassers. Und ja, es wird auch Musik hin und wieder sporadisch gespielt, leider nicht durchgängig. Muss für mich aber auch nicht sein. So. Ja. Wir haben hier eine Nachricht auf jeden Fall. Das ist jetzt ein Ereignis von dem Event Zentralisierung oder Vasallentum, haben wir Zentralisierung gestartet. Jetzt gehen wir mal in unseren Law Screen. Schauen uns das an. Das ist jetzt ausgewählt. Ja. Wir können wechseln. Es kostet aber 600 Civic. Und ja. Es lässt sich aber ändern. Damit ist die Frage auch geklärt. Gut, lasst uns jetzt mal unseren Scout bewegen. Das mit den Bewegungen habe ich ja schon erklärt. Wir haben hier diese Kreise. Der Scout bewegt sich schneller. Das heißt, anders als beim Arbeiter, wo hier schon der zweite Ring anfing, hört der zweite Ring hier erst auf und wir können uns definitiv weiter bewegen. Wir haben 18 Orders. Wir kriegen im Moment 18,1 Orders pro Jahr dazu. Wohin gehen wir denn erkunden? Was sieht interessant aus? Also hier ist eine City Site. Hier ist sicher auch eine City Site. Und ja, ich zeige euch noch was. Wir haben ja hier Eisen. Oder Erz, besser gesagt. Ich gehe da jetzt mal drauf. Denn wenn wir solche Vorkommen in der Welt haben, dann können wir das, aber nicht, weil es im Stadtgebiet jetzt ist, okay, könnten wir das ernten. Und zwar, beim Ernten verschwindet nicht die Ressource, sondern wir kriegen einen kleinen Teil. In dem Fall würden wir jetzt 10 Erz, in dem Fall, also hier, plus 10 Eisen bekommen, dann hätten wir 300, ne, wisst ihr schon, 400 noch was. Und das wäre dann machbar alle paar Runden. Also das ist dann geerntet für die kurze Zeit und nach ein paar Runden kann man das wiederholen. Bei Ressourcen hier zum Beispiel, da könnten wir das machen. Ich bewege mich da mal hin. So, dein Scout ist zu Pferden gekommen, eine harvestable, also eine erntbare Ressource. Machen wir jetzt so. Also wir können das jetzt hier ausführen. Kostet natürlich auch wieder eine Order. Aber wir kriegen plus 50 Geld. Schaut hin, ihr macht das. Und jetzt ist diese Ressource harvested. Wir haben die 50 Gold bekommen. Und in ein paar Runden können wir das wieder machen. So, jetzt gehen wir aber erstmal weiter erkunden. Ich würde tatsächlich jetzt mal noch 3 Orders verwenden, um hier reinzulaufen. Und ja, jetzt ist diese Einheit schon erschöpft. Wir haben doch Orders über 12 und wir können diese Einheit auch noch über ihre Limits treiben, obwohl sie erschöpft sind. Dazu müssen wir Marsch auswählen. Das kostet 50 Trainingspunkte. Diese hier. Und dann können wir weitere Befehle aufwenden, um die Einheit weiter fortzubewegen. Zu einem teureren Preis aber. Möchte ich aber mit der Einheit jetzt gar nicht machen. Das reicht mir erstmal. Dann gehen wir mit dem Krieger. Genau, Kampfeinheit. Gehen wir auch noch mal ein bisschen erkunden vielleicht. Vielleicht mal hierher. Ah, dann dahin. Ah, so, okay. Und jetzt werde ich das einmal machen, damit ihr das seht. Ich wähle die Einheit aus. Ich könnte sie auch befestigen und solche Sachen. Wir können sie direkt auch schon befördern und könnten dann auswählen. Was weiß ich, Combat 1, Tracker, Bloodthirsty, Fierce, also
ja, blutrünstig hätte ich jetzt falsch gesagt, entschlossen. Das sind halt Traits, die sie dazu bekommen können. March, minus 50 haben wir jetzt ausgegeben. Jetzt können wir sie weiter bewegen, aber auch nicht ewig weit. Ja doch, aber also sehr teuren Kosten. Bewegen wir sie nochmal bis dort. Und dann ruhig nochmal. So, dann haben wir bis hierhin entdeckt. Hier sind übrigens... hier ist Wein, also Reben, die hätte ich auch ernten können, habe ich übersehen. Ist aber nicht schlimm. Ja, hier sehen wir, wird weiter gebaut an der Farm. Und jetzt gehen wir mal in die Stadt und schauen uns das an. Die Stadtansicht. Wir können in der Stadt bauen. Erstmal haben wir eine Wachstumsrate. Plus 12,5 ist die. Und wenn die einmal voll ist, also einmal hier auf 100 gegangen ist, dann haben wir 9 Bürger und Citizen. Wir haben zu Anfang einen, mit dem wir starten. Und sobald wir Geländeverbesserungen haben, wie zum Beispiel hier die Farm, wenn sie fertig ist, können wir einen Spezialisten, einen Bürger besser gesagt, hier auf dem Feld einsetzen und arbeiten lassen. Machen wir dann. Hier sehen wir übrigens anhand dieser Pfeile, was diese Stadt zu welcher Ressource hinzufügt. Eine total klasse Übersicht. Wir sehen sofort, diese Stadt ist für einen Großteil der Forschung zuständig und sorgt für einen riesen Zuwachs an Geld und so weiter. Dann haben wir hier Training. Plus 10. Und das sind halt Einheiten, die... Also diese hier kosten alle Nahrung. Ja. Diese hier kosten Training. Das ist ein Krieger. Steht, wie lange es dauert, ihn auszubilden. Und das hier sind Civics. Das sind Gebäude. Wir können hier verschiedene Sachen machen. Wir können zum Beispiel ein Dekret erlassen. Wenn wir das machen, das dauert 3 Jahre, bekommen wir 4+4 Orders dazu. Weiß nicht, ob das einmalig ist. Ich denke schon. Das ist auch wiederholbar. Dann können wir ein Festival abhalten. Auch wiederholbar. Dann gibt es plus 20 Nahrung und minus 20 Unzufriedenheit. Und wir können einen Council abhalten. Einen Rat einberufen. Plus 60 Civics und plus 60 Money wäre das. Ja, oder wir bauen eine Treasury. Nicht eine Treasury. Wir würden dieses Projekt ausführen für mehr Geld pro Jahr und minus, was ist das hier nochmal, Stein. Das ist im Moment alles, was wir hier machen können. Ich würde in der Stadt, ist automatisch, wenn man diese Stadt, die erste Stadt errichtet, wird automatisch ein Settler, also ein neuer Siedler, in die Queue gesetzt. Das finde ich auch in Ordnung. Den lassen wir erstmal laufen. Und danach hätte ich gerne noch einen weiteren Krieger. So, der geht dann hier in die Produktionsreihenfolge. Ist doch wunderbar. So. Wir haben ein Projekt. Treasury One. Moment, ist das an? Nee, Moment. Also erstmal können wir einen Gouverneur einstellen. Das vielleicht auch noch. Das hier ist der Kulturzuwachs. Und das hier ist der Discontent. Und wir sind plus, minus, null. Ist alles gut. Muss gerade mal überlegen, wir haben ein Citizen und ein Projekt, Treasury One. Aber das läuft doch jetzt nicht, oder? Das war doch das, was wir freigeschaltet hatten. Das können wir jetzt nicht auswählen. Hier ist Treasury 2. Ist das jetzt an oder nicht? Ich bin überfragt. Ich kann es im Moment nicht sagen. Hier können wir, glaube ich, Geld ausgeben zum Beschleunigen. Machen wir jetzt nicht. Dann soll das erstmal die Stadt an sich gewesen sein. Zu den offenen Fragen kommen wir vielleicht noch. Weiß ich nicht. Wir haben eine Tutorialmeldung. Genau, diese Einheit ist erschöpft. Wir können marschieren und so, haben wir schon gesehen. Bin ich wieder ein bisschen zu schnell gewesen. Jetzt hätten wir noch 4 Orders. Können wir im Moment nichts mitmachen. Gehen wir also ins nächste Jahr. So, da ist unser Scout. Wir gehen weiter in diese Richtung. CD Messenger. Und jetzt kommt eine weitere Spezialität. Dieses Spiel hat jetzt zum Early Access Start schon 1000 Events, 1000 interessante Geschehnisse, die sich ereignen können. Und das ist jetzt einer von diesen Sachen, die halt passieren können. Eine merkwürdige Frau von einem unbekannten Stamm kommt an deinen Hof.
Sie schaut sich überall um. Moment, looking everywhere but at you. Okay, also sie, während sie schaut dich nicht an, aber schlägt, oder aber, ja, suggest, also schlägt vor, solange wir nicht unsere Munificenz zeigen können, demonstrieren können, werden die Vandalen alles von uns nehmen. Okay, wir haben offensichtlich die Vandalen. Oh, interessant, alles klar. Wir sind auf eine, es ist anders, passt auf. Wir sind auf einen Stamm gestoßen, die Vandalen. Und das ist Heldika, die Vandalin. Das ist tatsächlich die Anführerin des, dieses Stammes. Ja, Stämme und Imperien. Die verlangt etwas von uns. Ich möchte, dass wir Geld bekommen, um einen initialen Waffenstillstand zu bewahren. Oder wir können sie einfach vom Hof jagen. Und dann sind wir im Krieg mit ihnen. Das ist natürlich ganz schön harter Tobak für unser junges Reich. Aber ich lasse es zu, dass sie einmalig von uns etwas Gold bekommen. Ich zeige euch auch warum. Diese Vandalen, die sind nicht nur hier. Die blockieren hier zum Beispiel so eine City-Site. Im Grunde sind das Barbaren, nur dass es halt keine Barbaren ohne Gesichter sind, wie in Civilization, sondern hier sind es, in diesem Fall sind es die Vandalen. Und es gibt noch andere Stämme, die wie Barbaren ähnlich agieren. Man kann mit ihnen Frieden haben, also sie sind nicht zwangsläufig feindselig wie die Barbaren in Civilization. Es sind aber auch nicht wirklich Stadtstaaten, weil die sich jetzt auch nicht wirklich ausbreiten. Aber sie haben auch nicht nur eine Festung oder ein Fort hier irgendwo, sondern die sind überall verteilt. Das ist ein Stamm, der hier auf der Karte verteilt sein kann. Gut, wir haben sie also gefunden. Die Vandalen, oder sie haben uns gefunden, wir haben sie gefunden. Wir erkunden auf jeden Fall mal weiter. Da ist ein Goldvorkommen, da gehen wir direkt mal drauf. Und das werden wir einmal harvesten, da gibt es 27 Gold. Dann haben wir noch schon mal ein bisschen wieder drin von dem, was die Vandalen uns gerade abgeknüpft haben. Hier können wir übrigens sehen, Choose. Das ist gerade, wir sehen hier direkt, was mit denen vereinbart ist. Und Choose ist halt ein Waffenstillstand. Und der, das ist ein Außen, nee, das ist ein, was ist das hier, ein Hovel? Ah. Ne, ein paar Stöcker im Boden als Befestigung. In 24 Jahren, also in 24 Zügen, wird das hier zu einem Außenposten. Das mal dazu. Okay, wir haben noch einen Bewegungspunkt oder einen Punkt, bevor eine Bewegung, bevor diese Einheit erschöpft wäre. Ich gehe mal hierher. Okay, gut. Dann schauen wir weiter. Nächste Einheit. Unser Krieger. Gehen wir es langsam an. Hier sind Edelsteine, die werden wir harvesten. Die können wir nicht harvesten. Doch, die können wir harvesten. Eigentlich. Wir können übrigens Generäle hinzufügen, sehe ich gerade. Wieso können wir es nicht harvesten? Vielleicht kann der Krieger das nicht machen. Und es muss ein Scout machen. Das kann natürlich sein. Da würden wir Kultur für bekommen. In der Stadt Roma. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Gut, das soll genügen. Dann nächste Einheit wäre der Worker. Der ist aber noch beschäftigt. Dann können wir schon in die nächste Runde gehen. Und ja, wie das Civilization üblich ist. Na, schaut mal, wir haben 4 Orders verkauft für 38,8 Gold in der letzten Runde. Jetzt haben wir 8 Orders über, die werden verkauft. Und wir kriegen dann wieder 18 Orders im nächsten Zug. Jetzt muss ich euch noch eine Sache zeigen, die ich auch furchtbar interessant finde. Und dann bin ich eigentlich schon durch mit dem, was ich so weiß. Und dann entdecken wir quasi alleine weiter. Hier oben, habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ich drüber fahre. Das ist die Mechanik, die ich genannt, die ich schon erwähnt habe. Aus Offworld Trading Company, dem ersten Spiel von Mohawk Games. Da geht es darum, dass man Ressourcen handeln kann. Man kann kaufen und verkaufen. Und die Preise hier, die sind dynamisch, die entwickeln sich. Im Moment kostet eine Einheit Essen zum Beispiel 4,3 Gold. Oder im Moment kostet alles 4,3 Gold. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Ich könnte jetzt eine Einheit Essen kaufen. Für 4,3 Gold. Oder noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und so weiter, ja. Oder ich verkaufe sie wieder. Ich könnte zum Beispiel ein paar Steine verkaufen für 2,1 Gold. Naja, und diese Preise
entwickelt sich halt dynamisch. Hier haben wir gesehen, ist jetzt hochgegangen auf 4,4. Hier ist der Preis auf 4,2 gefallen, weil ich eine Einheit verkauft habe. Mit Shift kann man größere Einheiten verkaufen, also 10er oder mit Steuerung sogar 100er Pakete. Sehr interessant. Das geht grundsätzlich nicht mit allen, natürlich nur hier mit den wirklichen Ressourcen, also Stein, Holz, hier die Werkzeuge, Nahrung und ja, interessantes kleines Detail, ein schönes System. Hochzeit. Was? Haben wir doch gar nicht gemacht. Was für eine Hochzeit haben wir denn zugestimmt? Tutorial Marriage. Wir haben die Hochzeit, oder wir haben das Angebot einer Ehe angenommen für ein Mitglied einer Familie. Heiraten sind ein wichtiges diplomatisches Mittel, um Bande mit anderen Familien, Stämmen oder Nationen zu gründen. Sie erlauben der Familie außerdem, ihre Linie fortzusetzen mit geeigneten Thronfolgern, die dann in der Lage sind, zu übernehmen, wenn der eigene oder wenn der aktuelle Führer, Anführer gestorben ist. Okay. Wir haben noch kein Angebot bekommen. Das war nur der Tutorial-Hinweis, der jetzt etwas missverständlich für mich war. So, 18 Bewegungseinheiten. Gehen wir durch. Ah, der ist fertig. Die Farm ist fertig. Jetzt gehen wir mal in die Stadt und sehen nämlich hier, dass dieses Feld nicht bearbeitet wird. Wenn wir aber wird es bearbeitet. Es bringt nämlich plus 6 Nahrung, was wir hier auch wahrscheinlich sehen sollten. Plus 12,5, nein, sehen es nicht. Roma plus 12,5, plus 8 Base, plus 2 Connected. Wo steht jetzt, also hier steht plus 6. Da ist es doch. Plus 8, Roma. Foodrate plus 6. 2 verbrauchen die Einheiten, 8 kommt aus Roma. Ja, aber die 8, die aus Roma kommen, die kommen von, Moment, plus 8 ist Base. Die kommen also, tja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Fakt ist auf jeden Fall, wir können hier einen Spezialisten einstellen, einen Bürger quasi dazu verdonnern, hier zu arbeiten, was wir jetzt auch machen, was 5 Jahre dauert. Und auch noch in die Queue hier rein muss. Deswegen würde ich das quasi nach dem Settler, aber jetzt ist der Farmer vorne, Moment. Der Siedler soll nach vorne, dann der Civic, also der hier, und dann kommt der Krieger. Ja, der bringt dann nochmal plus 3 Nahrung, plus 1 Wissenschaft und nochmal plus 1 Nahrung. Ach halt, Moment. Ich habe das verwechselt. Das hier ist Wachstum. Das hier ist Wachstum, das hier ist Nahrung. So, das heißt, die plus 6, die von hier kommen, die kommen aus Roma. Und zwar plus 8. Hier steht nämlich jetzt auch, wie sich zusammensetzt. 4 von der Hauptstadt, minus 2 durch Bevölkerung und plus 6 von der Farm, bleiben 8 über, die hier zur Nahrung zukommen. Ja, Growth ist das Wachstum. Ja, das Wachstum wird aber auch über Farmer gesteuert. Hier kriege ich nämlich plus 1 Wachstum pro Jahr, plus 3 Nahrung pro Jahr und plus 1 Wissenschaft pro Jahr. Und die Grenzen werden ausgeweitet. Spreads Borders. Also, schöne Sache. Deswegen den hier einzustellen, ist eine gute Idee. Dann raus aus der Stadtansicht. Es gibt hier so viel zu lernen. Leute, jetzt bewegen wir noch schnell den Arbeiter zu einem neuen Feld. Und ich würde eigentlich gerne auch eine Mine bauen. Hier, wir bauen hier jetzt eine Erzmine hin. Die bringt uns nämlich plus 1 Trainingspunkte, plus 5 Werkeisen und dadurch, dass ein Hügel ist, nochmal plus 60% und mehr Produktion ist immer gut. So, dann bewegen wir noch den Erkunder. Da ist noch ein Vandalendorf zu sehen. Hier können wir nochmal das Gold mitnehmen. Da können wir jetzt auch noch was mitnehmen. Das ist Marble.
Also Marmor, da kriegen wir plus 7 Stein. Und dann haben wir noch den Krieger. Und der geht jetzt mal wieder hier hin. Hier möchte ich so einen kleinen Kreis schlagen. Jetzt können wir mal gucken, ob der wirklich nicht harvesten kann. Nein, harvesten kann scheinbar nur der Erkunder. Was für mich aber auch okay ist und auch irgendwo sinnvoll ist. Was soll sich ein Krieger mit dem Sammeln von Ressourcen beschäftigen, oder? Also das macht schon Sinn. Okay, Leute, das dazu. Wir sind in Old World von Mohawk Games. Die zweite Folge ist jetzt zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, morgen wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.